Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute habe ich mal wieder ein Set von Weißhawk für euch. Und bei Weißhawk waren wir ja die letzten Male sehr oft in England bzw. London. Und ich habe gedacht, wir schauen uns mal ein Set aus einem anderen Land an. Und zwar habe ich diesmal den Triumphbogen aus Paris und damit logischerweise aus Frankreich. Das Set besteht aus 502 Teilen, ist laut Verpackung ab 14 plus geeignet und wir haben eben wieder hier die Diamond Blocks. Die Rückseite kennt ihr ja soweit, A World Trip on Your Desk, wie es eigentlich bei allen von diesen Verpackungen drauf stand. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache das Ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. In der Verpackung finden wir diese eine Teiletüte und diese Grundplatte. Aber viel, viel wichtiger ist natürlich nochmal die Anleitung. Hier haben wir auch nochmal die Frankreich-Flagge. Das Design von der Anleitung gefällt mir sehr gut. Es sind nochmal die 502 Teile angegeben. Es beginnt sofort mit einer Teileliste. Hier könnt ihr euch das Video wie immer gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Dann haben wir auch mal eine ganz andere Darstellungsform, denn es wird alles in dunkelblau dargestellt, was gebaut wurde und was noch neu gebaut wird in Vollfarbe. Insgesamt haben wir in der Anleitung 27 Bauschritte und 16 Seiten und dann eben nochmal so einen Werbeteil hier. Die Rakete habe ich unter anderem ja auch schon vorgestellt, die Nummer 2282. Heute haben wir ja die 3283. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns mit dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und fertig ist der Triumphbogen aus Diamond Blocks. Und ja, ihr habt richtig gehört, er ist schon fertig. Eigentlich wollte ich ja noch mal einen Zwischenbauschritt zeigen. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich wollte, weil es da ein Problem mit der Aufnahme des Zwischenbauschritts gab. Deshalb fasse ich euch jetzt gleich noch mal zusammen, was ich alles beim Zwischenbauschritt gemeint hatte. Ich habe zum Glück wenigstens Fotos und ich blende euch mal ein Foto ein. Dieser Bauschritt, den ich hier einblende, war der absolut schlimmste. Da haben wir zwischen den vier Pfeilern den Zwischenboden eingezogen. Und da war die Anleitung absolut unlogisch und schlecht. Also wir sollten dort einen Plate zwischen den Zweien erstmal einen Bauschritt schweben lassen, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, weil es hier nirgendwo festgemacht wurde und einfach wirklich genau nur dazwischen schweben sollte laut Anleitung. Ihr seht das hier beim Bauschritt 7, also diese beige 2x4 Plate sollte einfach dazwischen schweben und dann baut man so kleinteilig darauf. Das weiß jeder, das kann nur schief gehen und ich habe allein mit diesen zwei Bauschritten eine halbe Stunde verbracht und war kurz davor, das Ganze zu beenden, weil es war fast nicht baubar. Dazu muss man wissen, das ist ja die Lage hier und man kommt mit dem Finger nicht hier zwischen rein, also da kommt höchstens der kleinste Kinderfinger rein. Aber für alle Erwachsenen ist das der absolute Bauschritt des Grauens. Der nächste Punkt ist, die Farbtreue zwischen den Steinen ist eine Katastrophe. Also die Farbabweichungen sind nicht von dieser Welt. Man hätte denken können, dass das verschiedene Teile Farben sein sollen, aber es sollte ein und dieselbe Farbe darstellen. Also das war richtig, richtig schlecht. Und auch die Darstellung von Farben in der Anleitung ist absolut gruselig. Wir haben dreimal diesen Farbton hier, eine Round Plate. Und wenn ihr jetzt nur diese Darstellung hättet, sagt mir bitte, welches was darstellen soll. Am Ende soll das ganz linke wirklich eine komplett schwarze Roundplate darstellen. Das daneben soll diesen Graufarbton darstellen. Und das hier soll hellgrau sein. Und jetzt baut ihr und könnt das nicht unterscheiden. Also das hat richtig viele Nerven gekostet. Zwar eindeutig zuzuordnen, aber genauso eine schlechte Farbwahl. Schaut euch mal diesen Farbton in der Anleitung an und vergleicht es damit. Diese Steine sollen diese Farbe darstellen. Aber was soll man auch von einem Hersteller erwarten, bei dem das Set einmal auf der Box einen anderen Farbton hat als auf der Anleitung, zwei verschiedene Farbtöne, und das Set dann in echt auch noch komplett anders aussieht als auf der Anleitung oder eben auch der Box. Und komisch, komisch, zufälligerweise kommt das Design auf der Box und der Farbton auf der Box dem Original am nächsten. Das auf der Anleitung ist auch noch okay und der Farbton dieser Steine ist einfach komplett anders als beim Original. Also nur um das kurz zusammenzufassen, wir haben hier Diamond Blocks, bei denen der Bau schon sowieso weniger Spaß macht als mit großen Steinen, weil er auch ein bisschen anstrengender ist. Dann haben wir eine super schlechte Farbdarstellung und Farbtreue von Anleitung zum Set und Box zum Set und die Konstruktion ist auch noch schlecht. Und ich habe wirklich lang gesucht, um hier was Positives zu dem Set zu finden und ich möchte es zumindest mal mit nennen. Denn ich finde das grundsätzliche Aussehen eigentlich in Ordnung und es kommt relativ nah an den Triumphbogen. Also man könnte es mit ganz viel Glück beim zweiten Rateversuch erkennen. Natürlich sind aber beim Triumphbogen diese Statuen und die anderen Strukturen in demselben Farbton wie der restliche Bogen und hier hat man sich für Grau entschieden. Finde ich aber aus eine ganz pfiffige Idee, hätte man das im selben Farbton gemacht, hätte es einfach nur schlecht ausgesehen. Mit dem Grau kann man die Strukturen ganz gut erkennen und es sieht auch nicht allzu schlecht aus. Und das war tatsächlich alles Positive, was ich zu dem Set sagen könnte. Bemängeln könnte man noch, dass dieser Platz viel zu leer aussieht. Das sind halt zwei Laternen und vier Bäume. Also
Man hätte auch die Blade einfach kürzer machen können und das weglassen sollen. Das hätte ich nicht gebraucht. Aber okay, ist Geschmackssache. Das können die Designer ja so für sich entscheiden, wie sie das möchten. Dann haben wir zumindest noch einen Teiletrenner dazu. Und wie bei Diamond Blocks übrig, einiges an Ersatzteilen. Man kann hier also auch noch ein bisschen selbst rumtüfteln und schauen, ob man sich das noch ein bisschen schöner gestalten kann. Aber es gibt ja jetzt schon so ein Ungleichgewicht zwischen sehr vielen schlechten Punkten und dem einen guten Punkt. Und jetzt kommt noch der Todesstoß. Denn wir haben hier auch noch absolut miserable Steine von der Qualität. Klar, die Klemmkraft ist bei Diamond Blocks immer gut und das hält. Keine Frage. Aber wir haben super viele Steine mit Gussresten, die man selber noch entfernen muss. Ich blende euch jetzt mal exemplarisch wieder ein Beispiel dafür ein. Und das ist der Todesstoß für dieses Set. Weil dann kostet dieses Set auch noch 8 Euro. Und dafür bekommt man 500 Diamond Blocks in einer sehr schlechten Qualität, mit einem Bau, der keinen Spaß macht, und auch noch einer Packung, auf der das Set ganz anders aussieht als in echt. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass das keine Kaufempfehlung ist. Und ich hoffe, ich konnte euch wenigstens davor beschützen, auch dieses Set zu kaufen. Und damit hat sich leider größtenteils auch das bestätigt, was ich schon bei den anderen Wisehawks Weltreise-Sets gesehen habe. Denn das eine Set, wo ich uneingeschränkt sagen konnte, das ist cool, habe ich dort nicht bekommen. Wenn ihr natürlich selber dieses Set besitzt oder ein anderes Set aus der Reihe, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, damit helft ihr uns als Community sehr weiter und natürlich lese ich das auch super, super gerne durch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.